Willkommen in der Lagune. Wir sind nach wie vor in unserer Höhle. Ich versuche, eine erste Nacht zu überleben und frage mich gerade, ob diese Fackeln hier endlos leuchten oder nicht. Auf jeden Fall, so viel bringt das nicht, dass ich jetzt hier drei Fackeln habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier viel heller ist dadurch. Ja, ein bisschen schon. Bauen wir nochmal eine hier auf. Ja, ein bisschen beklemmend ist das schon. So, ich gucke jetzt mal raus. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Nacht noch nicht um ist. Getting wood. Ich hoffe, dass ich einfach auch flüchten kann, sobald ich ein Monster sehe. Und eine Fackel nehmen wir uns mal mit raus. So, wo haben... Oh, guck mal. Die ist weg. Die Fackel ist weg. Verdammt! Aha, okay. Ja, ich hoffe mal, dass die jetzt noch... Ach nee, da ist sie ja. Oh, Glück gehabt. Ach Gott, ich bin so aufgeregt. Also würde ja, wäre ja logisch, ja, wenn diese Fackeln... Huhoho, hier ist also die Nacht und hier laufen die Monster rum. Ich habe auch tatsächlich den Eindruck, schon was gehört zu haben. Guck mal, hier ist noch eine Fackel. Jetzt sind wir wieder ausgestattet mit allem. Habe ich gerade meinen Satz vollendet? Wäre auf jeden Fall logisch, wenn diese Fackeln irgendwann auch ausgehen würden und nicht unendlich brennen. Aber das weiß ich nicht. Lass uns mal hier noch ein bisschen Gras vernichten. Das Schwert scheint auch nicht zu verschleißen, wenn ich deswegen Gras zerstöre. Lecker Gras. So, was passiert, wenn wir das machen? Ah ja, genau. Da nimmt mein Schwert etwas Schaden. Das sollten wir jetzt nicht überstrapazieren. Habe ich mir ja gerade erst mühsam zusammengecraftet. Okay. Ja. Wenn man das jetzt einmal so ein bisschen kapiert hat, dann glaube ich, kriegt man das hier schon irgendwie alles verstanden. Okay, also wäre natürlich schön, wenn wir jetzt ein Bett hätten, weil dann könnten wir die Nacht überspringen, aber ich lese mich jetzt mal hier durch. Hier steht das nämlich sofort auch in meinem Wiki. Bett. Ein Bett ist ausgesprochen nützlich, weil man damit die Nacht überspringen kann und weiterbauen, ohne von Monstern gestört zu werden. Es muss dazu in einem sicheren Raum stehen. Das eigentliche Problem ist, dass man Wolle braucht, genau. Dazu muss man mit etwas Glück ein paar Schafe finden und töten. Okay, die Schafe zu scheren ist sehr viel besser. Aha, dafür braucht man aber... Ach so, man kann die Schafe einfach töten und hat dadurch Wolle. Schafe hatte ich ja mal in einer vorherigen Welt quasi mehr als nötig. Ich habe die dann geschlachtet und dachte aber, ich habe dann keinen Zugriff auf die Wolle, weil ich dachte, ich muss das scheren, brauche dafür erst eine Schere. Muss mir die auch noch craften. Das war mir dann zu kompliziert. Aber gut, Schafe habe ich jetzt in dieser Welt tatsächlich noch keine gesehen. Okay, da ist endlich wieder Sonnenaufgang. Oh. Anscheinend habe ich die erste Nacht doch weitestgehend unbeschadet überstanden. So ein Monster hätte ich jetzt schon gerne noch gesehen, ehrlich gesagt. Ich hätte auch gerne gegen eins gekämpft noch. Aber anscheinend habe ich mich hier gut genug versteckt. Wow, das ist sogar tatsächlich eine gute Aussicht irgendwie, auch wenn das hier so eine Blocklandschaft ist. Aber guck dir das mal an, wie die Sonne hier aufgeht. Das sieht schon cool aus. Es ist tatsächlich echt gut gemacht. Ich habe ja Minecraft auch immer sehr belächelt und dachte mir so, was für verrückte Leute spielen das. Aber es ist halt schon eine Riesenwelt. Und ja, dieser Block-Style. Ach, guck mal, ein Riesenfeuer brennt da. Der hat irgendwie Stil. Ah, guck mal, das sind ja Monster hier. Die kommen voll auf mich zu. Ja, sollen wir dann mal flüchten? Weil so viele Monster werden wir nicht so schnell... Oh, fuck.
werden wir nicht so schnell in den Griff kriegen. Ich schaff's gerade nicht. Verdammt, so. Das auszuwählen, jetzt bin ich schon richtig hektisch hier. Das war auch sogar falsch hier. Aber ehrlich gesagt, der Tag ist ja jetzt schon richtig angebrochen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Monster mich jetzt noch angreifen. Oder ist das nur so, dass im ersten Tag man verschont bleibt und dann können die Monster eigentlich andauernd kommen? War ja auch kein Monster. Da steht's, Day 2. Yes, ich hab's geschafft. Das waren ja auch keine Monster, das waren einfach andere Charaktere, so, ne? Charakter. Ja, komm, wenn wir jetzt Day 2 haben, das ist gut, dass es angezeigt wird. Selbst wenn man jetzt kein Bett hat, kann man dadurch aus seinem Versteck heraus dann auch ungefähr abschätzen, wann der nächste Tag ist. So, wir wählen mal das Schwert aus und hoffen. Okay, cool. Ihr habt da ein bisschen Spaß auf jeden Fall. So, die sehen mich. Und? Was machen die da? Sind da noch mehr? So, eigentlich bin ich auf der Suche nach Schafen. So, jetzt kommen die auf mich zu, auf jeden Fall. Auch wenn sie ewig brauchen. Was ist denn mit euch los? Ist euch schlecht? Ihr lacht so grün an. Lass mal hier die Sicht ein bisschen besser machen. Ja, was los? Wollt ihr vorbeikommen oder was? Die habe ich aber, glaube ich, hier mit meinem Holzschwert auch in 0, nix klein gehackt. Ich hätte ja ganz gerne Pfeil und Bogen, muss ich sagen. Dann könnte ich den nämlich von hier aus jetzt schon attackieren. Aber so weit bin ich leider noch nicht. Ja, kommt doch her. Die scheinen mir auch überhaupt nicht ausgestattet zu sein mit irgendwelchen Waffen. Von daher hoffe ich mal, dass ich die relativ schnell hier zerstört habe. Meine Güte, wie lange braucht ihr denn? Und es blitzt so komisch, ne? Das ist immer so ein Feuer, was da so aufflackert. So, kann ich euch jetzt schon langsam mal hier adressieren? Ich glaube noch nicht. Ich warte noch ein bisschen. Danke. Cool, das war einfach. Ich habe irgendwelche Erfahrungswerte gesammelt und die sind irgendwie vaporisiert und ja, was immer mir das jetzt gebracht hat, aber ich habe ja gar keinen Schaden genommen. Na, habe ich das gut gemacht, finde ich. So, finden wir jetzt Schafe? Ich gehe mal möglichst, ja, ich wollte irgendwie die Aussichten mir ein bisschen erweitern, indem ich auf irgendeinen Berg gehe, aber man sieht da natürlich auch vor lauter Bäumen nichts anderes. Ja, die sehen zwar schön aus, so Dalmatinerhäschen, aber ich will halt Schafe. Und ich habe schon wieder Angst, dass ich mich verlaufe. Ich laufe hier schon wieder zu sehr in eine Richtung. Ich bin da einfach auch echt miserabel, was meinen Orientierungssinn angeht. Also, ich versuche jetzt erstmal so diesen Radius hier so ein bisschen auszutesten. Erstmal ein bisschen orientieren. Okay, okay, weiter geht's, weiter geht's. Also, es ist schon besser mit einer Maus, das zu steuern, muss ich schon zugeben. Auch wenn ich, warte mal, das Trackpad ist doch, ja genau, das Trackpad ist auch aktiv. Ja, es geht auch. Also es gibt ja echt Leute, die Ego-Shooter oder so mit Trackpad spielen, ne? Die hatten das ursprünglich dann mal auf einem Laptop oder so installiert und haben irgendwann aus Faulheit sich dieses Trackpad dann nur geschnappt. Und damals gab es dann auch noch nicht so Controller, die über Bluetooth angeschlossen werden können. Das finde ich ja schon ganz cool, dass man richtige Gamepads haben kann. Ach, du guckst mich hier an. So, ich habe eine Keule schon weniger. Deswegen werden wir dich mal... bist du jetzt abgesoffen? Ich weiß auch echt nicht, was diese 1 da bedeutet. Dieser grüne Balken, ja, den habe ich noch nicht kapiert. So, eigentlich... Ja, komm, dann
gehen wir noch mal auf das Häschen hier. Okay, das ging auf jeden Fall schnell. Aber so wirklich Rabbit Hide. Das ist also anscheinend das Fell oder was, ne? Bringt mir aber nichts. Ich will ja eigentlich was essen. Ne, jetzt habe ich schon 2 Keulen. Also jetzt verhungere ich gerade. Und ich überlege mir, ob ich mir das so intuitiv erschließen kann, wie ich jetzt satt werde oder ob ich... Mensch, ich muss dich nur 2-mal treffen und schaff's aber nicht. So. Jetzt habe ich wieder irgendwas gesammelt. Also diese grüne Leiste, die wird auch voller. Raw Rabbit. Das muss man doch essen können. Keine Chance. Ja, ich weiß, für Leute, die das jetzt hier alles kennen, ist das sterbenslangweilig, aber da müsst ihr mir halt leider einfach Tipps geben, wie ich das hier machen soll. Also ich dachte, ich esse jetzt mal erstmal, oder ich töte so viele Hasen, bis meine grüne Leiste hier ganz voll ist. Und wenn das soweit ist, vielleicht kriege ich dann auch eine Keule mehr. Ich meine, irgendjemand hätte mir da auch schon mal was zugeschrieben. Aber es ist schon so lange her, weil ich halt erstmal Limbo durchgespielt habe. Mein Gott, dass ich das so schnell durch habe, das Spiel, hätte ich nicht gedacht. So, da sind auf jeden Fall Schafe, so, die kralle ich mir jetzt. Und ich hoffe, dass ich daraus Wolle irgendwie generieren kann, ohne dass ich die noch extra scheren muss. So, einmal. Zweimal. So, wenn das kein schönes Bett wird. So, jetzt habe ich auch noch Fleisch. Guck mal hier. Wieso werde ich nicht satt davon? Wie esse ich das? Ja, ich muss das leider auch nachlesen. Keine Chance. So, aber ich habe 4-mal Wolle. Wie viel Wolle brauche ich denn? Also, weiße Wolle kann man aus Spinnenfäden herstellen, wobei man einen Block 4 Fäden braucht. Zwar wird... Meine Güte. Hier das Rezept für ein Bett. Statt weißer Wolle geht auch jede andere Wolle. Und dann, ach so, so Planks, so Wood Planks. Okay. Okay, wie komme ich denn jetzt erstmal zurück zu meiner Werkbank? Die finde ich jetzt erstmal nicht. Sorry. So, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, was den... Ich hasse das ja, wenn Leute mit zuer Nase mit mir reden. Also, ich nehme den Leuten das nicht übel, aber es ist halt einfach unangenehm. Und jetzt ist meine Nase leider auch ein bisschen zu. So, da ist meine Werkbank. Boah, ich bin ja echt begeistert, dass ich immer noch zurückfinde im Moment. Kann man sich nicht hier so einen Leuchtturm bauen oder so, den man irgendwie aus 100 Metern Entfernung gut sehen kann? So, in die Werkbank. So, also wir nehmen jetzt Wolle. 3-mal. Und craften uns mit... Ach, jetzt haben wir nur 2. Verdammt. Okay. Dann müssen wir das jetzt erstmal vertagen kurz. Ich brauche mehr Planks. Wie geht denn das jetzt nochmal? Ja, genau, so. Okay, das ging ja schnell. Ja, okay, das geht bestimmt auch irgendwie einfacher, aber gut. Ich will jetzt ein Bett haben. Yes! Toll, das war der falsche Knopf, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, jetzt gehen wir mal hier runter und bauen uns hier ein richtig schönes Bett. Machen wir uns erstmal hier noch ein bisschen Platz. 10, 9, 8, 7, das Bett wird es im nächsten Let's Play geben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 1, 1.